Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fast nie zufrieden bin. Beim Skigewand ist das genauso. Dann haben die von Eibel gesagt, Hermann, da und die Sense der Skigewand selber. Aber damit das Gewand bei mir alleine hat, muss meine Kraft aushalten, muss mich warm halten und gut ausschauen muss natürlich auch. Und jetzt bin ich zufrieden. Also fast. Was beim Eibel? Was der Leibel? Für Modebewusste eine Top-Adresse. Trachten-Wichtelstube. Jetzt ganz neu und groß in Ed bei Lambach. Linzerstraße 20, direkt an der B1. www.wichtelstube.at. Professionalität gepaart mit sozialer Kompetenz zeichnet uns aus. FC Wels, ein Verein für die ganze Familie. Um Fliesenzubehör Renner GmbH, Quarzstraße 5, 4611 Buchkirchen. Ein rundes Jubiläum feiert eine Sportgroßveranstaltung. Zum 40. Mal geht in Wels die Fußballstadtmeisterschaft über den Hallenboden. Ausrichter dieses Traditionsturniers ist am 29. Dezember 2012 die ASK Blaue Elf Wels. Mit der Rückkehr in die Raiffeisen Arena in Lichtenegg haben die Organisatoren die richtige Wahl getroffen. Über 700 Fans sorgen für volle Ränge und viel Umsatz in der Kantine. Geld, das in Zeiten wie diesen jeder Verein für seine Nachwuchsarbeit gut gebrauchen kann. Neue Wege beschreitet die Blaue Elf mit der Organisation eines sehr gut besetzten Frauenfußballturniers im Rahmen dieser Stadtmeisterschaft. Der ATSV Spratzern aus Niederösterreich und die oberösterreichischen Clubs Union Klein München, SV Wolfern, FC Wels Ladies und SV Schlüsselberg spielen sich vor den Herren die Platzierungen aus, die dann die Finalpaarungen ergeben. Diese steigen dann nach den Gruppenspielen der Männer. Vorzeitig verabschieden müssen sich dabei die Lokalmatadorinnen, die FC Wels Ladies werden Fünfte. Im kleinen Finale trifft der Zweitligaclub SV Wolfern auf den SV Schlüsselberg. Die Hausruckviertlerinnen spielen in der oberösterreichischen Frauenliga und lachen dort von der Tabellenspitze. SV Wolfern Dritter, SV Schlüsselberg Vierter. Ein echter Fußball-Leckerbissen ist das Finale. Die beiden Bundesliga-Clubs ASV Spratzern, derzeit Zweiter in Österreichs höchster Frauenliga, und die Union Klein München auf Rang 6 in der ÖFB-Frauenliga schenken einander nichts. SV Spratzern holt sich den Turniersieg vor der Union Kleinmünchen. Das war wirklich toller Fußball, was die geboten haben. Und ich kann nur alle Welser Vereine dazu ermutigen, dass das in Zukunft nachahmen werden und dass das zu einer Tradition wird, dass im Vorfeld immer ein Damenturnier stattfindet. Weil die Mädels, die haben sich das verdient, die spielen wirklich super und haben eine irrsinnige Freude dabei. Von dem sehr guten, schwachen, jetzt zum sogenannten starken Geschlecht. Die Teilnehmer an der 40. Welser Hallen-Stadtmeisterschaft heißen FC Wels 1b, der Vorjahresdritte. Der trifft im Match 1 auf den SC Machtrenk, einen Gast aus dem Welser Umfeld, und unterliegt dem Landesligisten klar mit 2:5. Match 2 gleich ein super Stadtderby. Titelverteidiger FC Wels trifft auf Landesligist BSC Hertha. Die Kröger Elf startet denkbar schlecht. Verliert gegen den Stadtrivalen mit 1:2. Im dritten Spiel hat der ESV Wels einen starken Gast als Gegner. Der erste Klasse Mitte West Herbstmeister Union Thalheim lässt nichts anbrennen, gewinnt gegen den zweiten Klasse Club mit 3:1. Die Teilnehmer Nummer 7 und 8 treffen im vierten Vorrundenspiel aufeinander. Veranstalter und erste Klasse Mitte West Club Blaue Elf Wels hat den Bezirksligaverein aus der Nachbarstadt Viktoria Machtrenk als Auftaktgegner gezogen. Ein sehr spannendes Match endet mit einem 3:3 Remis. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fast nie zufrieden bin. Beim Skigewand ist das genauso. Dann haben die von Eibel gesagt, Hermann, da und die Sense der Skigewand selber. Aber damit das Gewand bei mir alleine hat, muss meine Kraft aushalten, muss mich warm halten und gut ausschauen muss natürlich auch. Und jetzt bin ich zufrieden. Also fast. Was beim Eibel? Was der Leibel? Für Modebewusste eine Top-Adresse. Trachten Wichtelstube. Jetzt ganz neu und groß in Ed bei Lambach. Linzerstraße 20,
direkt an der B1 www.wichtelstube.at. Professionalität gepaart mit sozialer Kompetenz zeichnet uns aus. FC Wels, ein Verein für die ganze Familie. Um Fliesenzubehör Renner GmbH, Quarzstraße 5, 4611 Buchkirchen. Nach spannenden und sehr guten Vor- und Zwischenrunden stehen die Finalisten fest. Und siehe da, schon im kleinen Finale geht es um den Stadtmeistertitel. FC Wels trifft nach der Halbfinalniederlage gegen den SC Machtrenk auf WSC Hertha, die im Semifinale gegen die Union Thalheim den Kürzeren ziehen. Alex Bauer bringt den Oberösterreich-Ligisten mit 1:0 in Führung. Bayern Gas erhöht auf 2:0 für die Kröger Jungs. Ramani Dibran verkürzt auf 1:2. Semi Göllemetz stellt mit einem Strafstoß à la Antonin Panenka auf 2:2. 3 Sekunden vor der Schlusssirene lässt Alex Bauer den FCW jubeln. Das 3:2 bedeutet Mission Titelverteidigung erfolgreich beendet. Ich war eigentlich mit der ganzen Mannschaft heute nicht so sonderlich zufrieden. Wir haben leider gute Spiele verloren, was nicht notwendig war. Aber trotzdem freue ich mich für den Stadtmeistertitel. Das große Finale bestreiten zwei Gastteams. Die Union Thalheim trifft auf den SC Machtrenk. Also erste Klasse Mitte West gegen Landesliga Ost. Machtrenk mit dem besseren Start. Das 1:0 durch Julian Petersdorfer. Die Renner Elf fightet zurück, erzielt durch Gillich den 1:1 Ausgleich. Der Landesliga Ost-Club aber mit dem besseren Ende. Volkan Gentscher stellt auf 2:1. Und Julian Petersdorfer mit dem 3:1 lässt die Machtrenker jubeln. Der SC Machtrenk gewinnt als Gast die 40. Welser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Aber wenn wir nur eine Gastmannschaft sind, haben wir uns trotzdem vorgenommen, dass wir uns den Titel da holen. Und ja, jetzt haben wir heute einen Grund zum Feiern. Zweiter wird der Gast DTT, Trenter der Trau, die Union Thalheim. Alex Bauer, Patrick Lukic und Daniel Auböck teilen sich mit jeweils 5 Volltreffern die Torschützenkrone. Zum besten Spieler wird Besnik Ibrahimi von der Union Thalheim gewählt. Marc Oelschlegel darf sich als bester Torhüter dieses Jubiläumsturniers feiern lassen. Eine Auszeichnung, das ist Anerkennung für mich. Und ich hoffe, dass ich das im Sommer jetzt am Feld in der ersten Klasse wieder zeigen kann. Die Organisatoren der 40. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft dürfen sich ebenfalls eine Medaille umhängen. Eine Top-Organisation, spannende und vor allen Dingen sehr faire Spiele und eine tolle Stimmung in der Raiffeisen-Arena. Fußballherz, was willst du mehr? Ich glaube, der Dank gilt aber an die Funktionäre des Ausrichters der Blaue Elf Wels. Sie haben ein sehr schönes Turnier veranstaltet. Ich denke mir auch, das Publikumsinteresse war gerade heuer wieder sehr, sehr groß hier in der Raiffeisenhalle in der Lichtenecker Rüben. Und ich denke mir, seitens der Stadt Wels kann man mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein. Ein kleiner Wermutstropfen, dass der FC Wels wurde Stadtmeister, allerdings halt nur im kleinen Finale gegen die WSC Hertha. Und das schmerzt auch als Welser Kommunalpolitiker. Aber ich denke mir, Kompliment und Chapeau auch an den Titelgewinner, an die Machtrenker und an den Finalisten, an die Union Thalheim. Aber ich denke mir, es ist fürs nächste Jahr noch einiges drinnen für unsere Welser Mannschaften. Endlich ist es soweit. Der Kunstrasenplatz im Mautstadion in Wels ist fertig. WSC Hertha Wels stellt den modernsten Kunstrasenplatz Oberösterreichs für Trainings sowie für Testspiele zur Verfügung. Infos und Reservierungen unter www.wsc-hertha.at oder bei Herrn Nellweg unter 0664 200 21 84.